Schneidert mit dem 50er Barsch. Ja, come on. Juicy. Das ist ein fucking Barsch. Das ist ein fucking Monsterbarsch. Plan ist aufgegangen. Es hat funktioniert. Leck mich am Barsch, da mach. Ja, sehr schön. Was drauf. Sehr nice. Ah. Fucking heavy. Oh, was für Biss. Das ist die dicke Mutti. Das ist sie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Big Eye Fishing Channel. Wie ihr seht, sind wir noch auf der Couch heute. Ich bin heute mit unserem Langzeitpraktikanten Hauke unterwegs. Und ja, eigentlich hatten wir heute vor zu angeln. Aber das Wetter macht einen Strich durch die Rechnung. Das Wetter, das gestrige Abendprogramm, es ist mittlerweile 11:45 Uhr. Und heute ist es extrem windig. Wir haben uns dazu entschieden, das Boot schon rauszuholen. Und was machen wir jetzt heute mit dem Tag? Auf jeden Fall noch ein bisschen angeln. Ja. Noch ein bisschen angeln. Es wird oft gefordert, dass wir wieder back to basics vom Ufer losgehen. Mhm. Ich glaube, heute wird es endlich passieren. Und wir werden heute eine kleine Poldertour machen. Ein bisschen auf Hecht fischen. Und wenn Hauke und ich unterwegs sind, dann geht das natürlich nicht ohne ein bisschen Gerangel. Natürlich werden wir ein kleines Battle machen. Und da wir heute auch aus dieser Ferienwohnung ausziehen müssen, geht es darum, dass wir ein Battle machen und der Verlierer muss die Hütte dann später aufräumen. Und das sieht aus hier. Also Hauke, wie sind die Regeln? Darf ich dich schlagen heute? Wie du mich Regel ist auf jeden Fall Hechte angeln und der den größten Hecht fängt, der hat gewonnen. Kann dem anderen zugucken beim Putzen. Alles klar. Dann werden wir jetzt ein paar Sachen zusammenpacken, ein paar Tackleboxen ins Auto schmeißen, ein, zwei Routen und dann fahren wir los und schauen uns einfach mal ein paar Polder an und versuchen mal einen Hecht rauszuzuppeln. So, ein kleines Doping noch. Ich muss sagen, der Hauke hat schon mal einen kleinen Vorteil. Ich hänge nämlich so ein bisschen in den Seilen. Das soll keine Ausrede sein. Ich bin darauf vorbereitet. Ein bisschen Aspirin-Komplex, um wieder den Körper auf Vordermann zu bringen. Ist das schon Doping oder was ist das hier? Genau, Doping-Skandal beim Big Eye Fishing Channel. Man wird nicht jünger. Früher hätte er das noch so weggesteckt. Die stecke ich auch so weg. Die stecke ich auch mit einem Arm noch weg. Eigentlich brauche ich gar nicht so viele Köder. Reicht eigentlich auch 1, 2, aber da habe ich wenigstens Ausrede, falls es nicht klappt. Ach komm, wir haben mehr Platz im Auto, ich nehme 3 Routen mit. Ganz groß heute werfen? Ausprobieren. Packen wir ins Auto. Was fische ich denn heute? Jerks, 18er Fettfisch kann man auch einpacken, ein paar Wobbler. Haben wir genug Platz im Auto? Du musst alles auch tragen, ne? Ich will das nicht tragen, aber ich will das lieber im Auto haben und dann, ja. Ich glaube, das ist schon ein bisschen Unsicherheit. Ach. Wer so viele Köder mitnimmt, der ist sich nicht sicher. Ich hab keinen Bock. Jetzt mir irgendwelche Köder auszusuchen und dann am Wasser zu denken, mir fehlt irgendwas. Dann muss ich dir wieder aushelfen. Dann schmeiß ich die lieber jetzt ins... Du hilfst mir aus. Ach scheiße, komm. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. Da ist ein halber Angelladen jetzt hier drin. Hauke, was wird essen? Bisschen was braucht man. Was gibt die Snackbar her? Fotospielen? Nee. Ne? Nee, kein Bock. So, dann ein paar Snacks, kleines Eierrondell. Und was brauchst du noch? Das Fleisch. Oder noch was zu trinken? So. Hier. Das sollte reichen. Ausgewogene Ernährung auf jeden Fall. Ey, das ist wichtig beim Angeln, ganz wichtig. Wir sind bereit. Also vom Kofferraum her würde ich sagen, fangen wir Fische. Daran scheitert es nicht. Jetzt kannst du noch an uns liegen. An dir.
Naht. An mir wird es definitiv nicht liegen. Nee, nee. Okay. Nee, nee. Ja, warte mal. So, 20 Minuten noch. Ich glaube, Louis hat schon ein bisschen am Zittern hier. Hat schon ein bisschen. Oder? Ja. Kannst du den Kaffee noch halten oder geht? Es geht gerade noch. Oder ist der Kaffee schon auf? Ach, ich bin tiefenentspannt. Immer wenn ich mit Hauke fahre, oder ich sag mal so, immer wenn ich Hauke guiden darf, dann ist es natürlich schön, ihn dabei zu sehen, wie er sich freut, ein paar Fische auch mal zu fangen. Ja. Das ist jedes Mal wieder. Ich kann ihn nicht so oft mitnehmen, ist die Sache. Ne? Und aber wenn dann. Wenn dann kümmere ich mich gut um dich, ne? Dann. Nur noch auf jeden Fall. Ja, deswegen schauen wir mal, dass du heute ein paar Luftpumpen fängst. Dass du deinen ersten Hecht dieses Jahr fängst. Ja, das wär's, endlich. Ey, das wär's. Ey. Ui, 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 ui. Frisch, Alter. Frisch. Ja. Das bläst auch, obwohl wir hier in der Stadt sind und eigentlich ziemlich windgeschützt. Aber es bläst ganz schön, ey. Also es wird heute kein angenehmes Angeln. Was willst du denn jetzt überhaupt für Köder fischen? Ich glaube, ich packe mir ein paar Gummifische ein. Fat Louis, 18er und vielleicht noch ein, zwei Hardbaits. Ach, vielleicht, ich glaube, ich mache mir eine Box. Ich nehme einfach zwei Jerks mit. Ja, nicht? Und falls ich was anderes brauche, dann laufe ich zurück. Ich denke mal, wir werden vielleicht hier eh nicht so lange fischen und dann machen wir später nochmal einen Spotwechsel. Ja, okay. Ein paar Hardbaits. Ich fange hart an. Ich bin eher der Softie. Du bist eher der Soft-Starter. And then you go back to the bridge. Ja. To other bridge. Ja. And I mean between these two bridges. Okay. That's good. Okay. Ja. Das ist. Wir hätten noch nicht mal gerade zwei Würfe gemacht und da hat uns ein Einheimischer darauf hingewiesen, dass wir vielleicht gerade hier ein bisschen in der falschen Gegend sind und hat uns nochmal einen guten Spot genannt. Das ist ein Stückchen weiter aufwärts, ja. Und sowas ist Gold wert. Sowas ist Gold wert, da werden wir natürlich jetzt direkt hinfahren, weil hier, wo wir angefangen haben, es sieht ein bisschen flach aus. Natürlich werden hier auch ein paar Fische sein, aber er meinte, da drüben, da gibt es ein paar dicke und ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zum Auto. Die zwei Würfe haben mir hier gereicht, wir fahren mal woanders hin. Erster Wurf jetzt hier, bin ein paar Meter vorgegangen und direkt hatte ich einen drauf, keinen großen, aber für die wäre schon mal ein Anfang gewesen. Aber ja, ist gerade bei Spinnerbaits häufiger so, dass sie, wenn man den nur als Single-Hook fischt und da nicht noch einen Trailer-Hook drauf macht, dann hat man auch mal Fehlbisse. Aber es lässt schon mal ein bisschen hoffen, dass vielleicht doch was geht. Ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal beißt, wobei bei den Hechten kann man sich ja nicht so sicher sein. Die sind manchmal so blöd und kloppen dann noch ein zweites Mal drauf. Ja, mal gucken. Kescher! Der Kescher ist so voll. Jawohl! Das war meiner. Meinst du, das war der? Nein. Weiß nicht. Keine 5 Meter entfernt. Sauber. Krass. Geil. Ey Leute, dafür, dass wir gerade erst angefangen haben, hat das ganz schnell funktioniert, muss ich sagen. Geil. Krass. Jawohl. Wow. Alter. Schön. Der Kleine hat noch mal eine kleine Kroko-Rolle gemacht im Kescher. Sehr schön. Geil. Für den ersten Fisch jetzt hier? Vernünftiger Fisch. 5 Minuten geangelt? Vernünftiger Fisch, Freunde. Also haben wir das schon mal? Ach so, messen? Ach ne, der ist zu klein zum Messen. Der ist zu klein zum Messen. Aber wenn du willst, du kannst auch gerne messen. So, Kleiner, der wird wahrscheinlich im Saft sein. Ich gebe ihm einen kleinen Schubser. Jawohl, schön, weg ist er. Nice, geil. Lässt auf mehr hoffen. Das ist gut, Mann. Hätte ich jetzt wirklich nicht geglaubt.
10 Minuten angeln, du verlierst sofort einen Fisch. Ich fange den, ob's, vielleicht war es der gleiche, ich weiß nicht. Ich habe in die Richtung natürlich geworfen, aber sehr gut. Sehr gut, sehr schön. Weiter. So, ich mache jetzt heute den Anfang mit dem X-Rap Petto. Ich glaube, der ist 20 cm lang. Besonderheit, der ist halb, also das ist ein Hybridköder, halb Hardbait, halb Gummifisch. Und den kann man schön langsam führen. Und also langsam führen und macht trotzdem schön Druck und er läuft sehr flach. Und da wir hier in dem Abschnitt auf jeden Fall sehr flach fischen, ist das vielleicht der richtige Köder, der ein bisschen die Hechte wachrüttelt, wenn er vorbeizieht. Und ja, damit mache ich jetzt den Anfang und mal gucken, ob damit was geht. Der einzige Hecht in dem Graben, den der Glückspilz da gerade erwischt hat. Aber wir machen jetzt gleich nochmal einen Spotwechsel und dann ein bisschen Probleme sind noch, aber dann ich lasse ihn erstmal ein bisschen sich in Sicherheit wiegen, dass er denkt, dass er hier den größeren fängt. Aber da kommt noch was. Oh, hab einen! Nein, das gibt's nicht. Einmal. Hast du nicht gerade gesagt, die gibt's? Hier hast du schon alles abgeworfen? Das habe ich nie gesagt. Ah, mit Zange jetzt, aber egal. Jawohl. Manchmal darf ich meine Klappe nicht so weit aufreißen. Sauber. Ey, das Hauke, ich hab dir. Soll ich dir meine Angel gleich geben? Hä? Das liegt am Köder. Das liegt am Köder. Befreit ist er, aber jetzt kleine Pause für den Kleinen, oder? Ja. Das war gerade ein. Das war gerade eine Aktion. Also der Kleine, der wollte wirklich den Köder richtig haben. Der hat sich beide Drillinge so krass in Ober- und Unterkiefer reingeballert. Aber wir haben ihn jetzt rausbekommen. Schlanker, langer Hecht. Schönes Tier wieder. Und ich habe wieder nur zugeguckt. Du hast wieder nur zugeguckt. Und ich habe wieder deine verbrannte Asche, die du hinterlassen hast, noch mal abgefischt. Und ich hab ihn dann bekommen. Sehr schön. So. Ja. Weg ist er. Weg ist er. Sehr schön. Ach. Gierig sind die, ne? Gierig. Boah. Ich glaube, ich mache gleich ein Drilling ab, ey. Das war eine Hardcore-OP. OP am offenen Herzen. Sauber. So, wo hast du auch noch hingeworfen? Was kann ich denn noch hier? Die Ecke habe ich schon richtig ausgefischt, da steht noch einer. Okay. Sauber. Sehr schön. Aber das lässt auch mehr hoffen. Auf jeden Fall. Also ja. Zwei Fische jetzt halbe Stunde geangelt. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Keine 200 Meter und er angelt schon wieder. Da seht ihr, der hat Bock. Ja, ich brauche einen dicken. Ich habe keinen Bock, die ganze Bude heute sauber zu machen. Ich weiß nicht, ob Spinnerbait die richtige Wahl war. Vielleicht wechsle ich gleich mal auch auf den 18er. Ich habe die jetzt nur leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob die sind alle einen Ticken zu schwer, die ich dabei habe. Oder. Ja, die sind eher was. So flach hier ist kein mehr, vielleicht maximal einen Meter tief. Und da sind die mit 10 Gramm. Sind die zu schwer. Aber ich wechsle jetzt nochmal. Ich bleibe mal doch bei den kleineren Ködern. Also das war er jetzt. Ich dachte schon, da wäre der nächste. Und werde jetzt erstmal nochmal auf ein Chatterbait wechseln. Funktionieren auch ziemlich gut in den Gräben. Ja, zum Angelstil, wie wir heute hier fischen, braucht man eigentlich nicht viel sagen, weil wir fischen eine Strecke, die wir nicht kennen. Und generell auch beim Polderangeln ist es einfach nur das Geheimnis, Strecke zu machen. Ja, also es gibt natürlich ein paar markante vielleicht Stellen oder Kreuzungen, wo auch mehrere Fische stehen können. Aber in der Regel muss man wirklich immer ein paar Meter laufen, ein paar Würfe machen, wieder ein bisschen laufen und das machen wir heute auch. Hauke und ich, wir fischen unterschiedliche Köder, um ein bisschen zu gucken, worauf die Fische vielleicht mehr Lust haben. Kontakt hat er ja auch gehabt, aber ja, der Erfolg gibt mir recht. Also den wollten sie definitiv haben, weil beide Hechte haben den sich komplett eingesaugt. Ja, wir machen jetzt weiter, wir machen einfach Strecke und schauen uns das Ganze hier ein bisschen an. Ja Leute, es sieht gerade ziemlich ernst aus um meinen Köder. Ey, Luis! Leider wegen dem starken Wind habe ich nicht so ganz das Wasser getroffen, um ein paar Zentimeter. Jetzt hängt er da auf der anderen Seite und ich krieg den nicht los, ey. Shit, mein Erfolgsköder. Nein! Ey, was kriege ich, wenn ich rübergehe? Das ist nicht tief. Ich weiß. Du hast Gummistiefel an. Nee, aber zieh ich aus. Würdest du rübergehen?
Ja, ja, schon. Ehrlich? Ja? Du ziehst jetzt die Hose aus. Puh, ist kalt, ne? Aber... Ja, komm, warte, ich versuche einmal... Was? Du kannst ja immer noch rübergehen, wenn's, wenn die Schnur reißt. Einfach eine richtig weiche Route haben für die Hänger. Ah. Profi-Blinker-Trick. Funktioniert auch nicht. Oh, da hat sie was, hat sie was gelöst? Vielleicht. Gleich habe ich einen Drilling im Auge. Wir werden jetzt einen Spotwechsel machen. Ich habe gerade mit einem Kollegen von mir telefoniert und der ist tatsächlich auch am Poldern. Ist leider ein kleines Stück zu fahren, aber... mit Freunden angeln hat man immer Bock. Und jetzt fahren wir rüber und schauen mal, was bei denen so geht. Was die Hechte an deren Polder so geht. Hi. How are you, man? How is it? Hi. Hey. Hauke. So. Ihr kennt ihn schon wahrscheinlich, Frédéric Julien, ein guter Freund von mir, ja, ist momentan auch hier unterwegs und am Polder angeln. Und dann haben wir uns gedacht, komm, we come over and maybe fish a little bit together, yeah, and try to catch some nice pikes. We started maybe 1 hour before, but we got two small ones. Two small ones? Two small ones. We get just earlier, high up before the village here, we get one small one also. Okay. And on another spot, we get some followers. So. We try. Let's see if they wake up a little bit. Hopefully. Yeah. So, dann machen wir jetzt alles fertig. Und dann geht's los. Okay. Okay. Fishing polders until now today, and the only kind of bait that keep moving them, it's a kind of fast bait, and that's really a little bit surprising because weather is cold. We are in March. I'm sick again. One nice fish following this blaster shad, and I just turn around. Incredible. Why? They just follow and we don't manage to have the bite. So, jetzt haben wir angefangen zu angeln. Fischen ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten. Wir sind natürlich das Schlusslicht. Wir sind als letztes dazugestoßen. Wir wollen jetzt nicht so assi sein und vorlaufen. Natürlich haben wir jetzt nicht die beste Position. Und die Hechte, die bekommen heute wirklich ein richtig reich gedecktes Buffet angeboten. Die haben freie Auswahl auf jeden Fall. Die haben freie Auswahl. Also so wie ich das gesehen habe, alle fischen unterschiedliche Köder. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf jeden Fall heute noch Fische sehen werden. Ob wir die jetzt fangen, weiß ich nicht. Ihr werdet auf jeden Fall welche sehen. Vielleicht können wir uns irgendwann mal kurz nach vorne mogeln oder so. Ein Beinchen stellen, aber ja, wir sind einfach mit Freunden unterwegs, ein bisschen Spaß haben und ich fühle mich ja sicher, Hauke hat ja noch keinen Fisch gefangen und es geht ja eigentlich nur darum, wer die Bude aber am Ende aufräumt. Wie groß war denn dein Hecht? Es war auf jeden Fall ein Hecht, das würde ja schon reichen, auch wenn er nur 20 cm groß gewesen wäre. Ja, aber wir wissen ja nicht, wie groß er war. Ja, aber trotzdem ist er größer als deiner. Ja. On a réussi à en prendre un. Ouais. Bon, par contre, il a des très belles couleurs. Super poisson. Quoi. Il n'est pas abîmé. Il y a un petit pou là, c'est bon signe. Ouais. On le remet bravo à l'eau. Bravo, mon gars.
So I catch the second fish and I miss one, but I find that the solution for today is fishing very quickly. So there is a 50-60 centimeter water, it's not very deep, it's a shallow area, so I make a 3, 10 grams. It's a little bit too heavy, but I need to fishing very quickly, so I want to keep the same level in the water. And it's okay for today. I catch 2 fish and we have some follower, but nobody catch nothing, and it's okay. I'm a little bit lucky. That's it. So, unser guter Freund Hauke, der wird immer so ein bisschen nervöser hinten am Schlusslicht, dass er mich jetzt überredet bekommen hat, dass wir uns dazu entschieden haben, ich sag jetzt mal, die Truppe zu verlassen. Wir haben jetzt eine Stunde mitgefischt. Ich hatte natürlich auch ein ziemlich unwohles Gefühl, so als letzter die Spots abzufischen. Deswegen haben wir gesagt, wir ziehen weiter unser kleines Battle-Ding durch und fahren einfach nochmal an eine Stelle von uns und lassen den hier den ganzen Abschnitt. Und ja. Ich muss mal ein Hecht fangen. Ja, das habe ich dir versprochen. Das Guiding. Den bekommst du. Das Guiding. Komm mal. So, jetzt haben wir nochmal einen Spotwechsel gemacht. Wir sind ein gutes Stück gefahren. Und ja, wir haben noch ungefähr so 2 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr. Kommt hin. Aber jetzt heißt es, du musst auf jeden Fall noch einen Fisch fangen, mein Freund, weil sonst höre ich dich heute Abend wieder weinen im Bett. Ja, jetzt ist Endspurt angesagt. Ich bin auch guter Dinge. Ich jetzt auch. Abenddämmerung, gute Zeit. Den Spot haben wir jetzt für uns. Ja. Nur wir beide. Wir können uns ein bisschen frei entfalten, was Platz angeht, und ja. Angeln als erstes die Stellen an. Sehr gut. Auf geht's. Bin guter Dinge. Jawohl! Krass. Ey, 2. Wurf hier. Krass. Aber das Gute ist, es ist kein Hecht. Für unsere ich glaube, haben wir gesagt, größter Hecht oder größter Fisch? Ich glaube, größter Hecht. Aber ja, weil können wir später nochmal anhören, weil ich glaube, der ist größer als deine Hechte nämlich. Komm, wir befreien den jetzt erstmal. Gib mir mal die Zange. Ja. Können wir den mal befreien? Aber ich habe hier gerade, krass, guck mal, film mal rein. Da hängt noch ein anderer Köder drin. Alter, ja, komm, dann befreien wir den jetzt erstmal einmal hiervon. Okay, der hat gut gesessen. Denk noch mal ein bisschen tiefer da. So, einmal hier. Watermelon. Fat Louis ist eine Macht. Und jetzt guckt euch das mal an hier. Den hat einer. Ah, krass, der hängt richtig tief. Krass. Guckt euch das an. Der hängt richtig tief im Schlund, dem tun wir noch echt was Gutes. Kommen wir einmal hier zeigen, dann setzen wir noch ganz schnell wieder zurück. Sehr schön. Sehr schön. Ab wieder zurück, ne? Ja, ja, komm. Ganz schnell. Wie gesagt, die sollen schön Nachwuchs machen. Aber dem haben wir was Gutes getan hier. Krass. Hatte ich auch noch nicht, ey. Na, will er? Jawohl! Nice, Alter! 2. Wurf, ey! Hammer. Geil! Weiter geht's! War das oder war, lass das? Wie groß war der denn? Nein! Fangen wir jetzt so an! Ja, ich glaube, wir müssen noch einen fangen, oder? Komm, wir fangen jetzt mal ein paar Fische und fangen dann auch an zu messen, weil sonst wird's ein bisschen kompliziert. Ja, ja. Oder wir lassen den Kameramann das Haus einfach putzen am Ende. Oder? Stimmt. Der kleinste Fisch unter uns rein. So. Na komm, wir machen weiter. Let's call it a day. A windy fucking day. Ziemlich windig. Also ich habe auch echt so ein richtiges Pfeifen im Ohr. Boah, das war heute echt am Limit. Aber wir haben wenigstens Fisch gesehen. Also schön, dass du jetzt dich auch noch entschneidert hast. Gott sei Dank. Jetzt können wir endlich Feierabend machen. Aber es war nicht der erwünschte Hecht. Ja.
für mich gut, denn Hauke muss dann jetzt gleich die ganze Bude putzen und ich werde nochmal schön mit den Schuhen durchs ganze Haus laufen. Mhm. Ja, aber es war mir trotzdem meine Ehre. Kann ich nicht erwidern. Du bist immer herzlich eingeladen. Wenn es ums Haus geht, wenn es ums Putzen geht. Aber merkt ihr eins, das mit den Battles, das funktioniert nicht mit uns beiden. Das gibt eine Revanche. Ich lass mich nicht so einfach abledern. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar schöne Bilder von Hauke mit dem Staubsauger. So richtig einsehen tue ich das nicht mit dem hier nochmal Ordnung machen. Warum? Das ist eine ganz schöne Menge Arbeit, ey. Ja, deswegen haben wir auch dieses Battle gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich jedes Mal wieder darauf einlasse. Aber, ich habe eine Idee. Ist ja noch nicht ganz dunkel draußen. Ja. Doppelt oder nix. Was heißt doppelt oder nichts? Du machst unser Haus sauber und das von Frederik Rudi. so weit kommst du noch. Nee. Aber. Du willst den Einsatz erhöhen? Ich will den Einsatz erhöhen. Okay. Haus sauber machen und eine Flasche Hennessy. Hennessy? Okay. I'm in. Und wie sind die neuen Regeln? Die neuen Regeln sind? Du darfst sie ja aufschreiben. Willst du mir das schon wieder vorschreiben? Nee, ich will dir gar nichts vorschreiben. Du sagst, wie die Regeln sind und ich schlag dich dann. Mein Plan wäre es jetzt, weil wir jetzt noch so, weiß nicht, so vielleicht noch eine Stunde jetzt so bei der Dämmerung haben und dann vielleicht noch eine Stunde abends. Wir gehen nochmal auf Zander vielleicht. Ein bisschen auf Zander Jing. Ein bisschen Zander Jing vom Ufer, Classic. Und wenn ich da den größeren fange, ja, dann müssen wir nochmal klären, wer das Haus sauber macht. Nein, dann hast du gewonnen. Okay, da habe ich gewonnen. Ja. Wenn du den größeren fängst. Also der größte Zander. Der größte Zander. Der hat gewonnen. Oh fuck, Alter. Okay. Das war fuck. So, dann machen wir jetzt kurzes Päuschen. Schnappen uns dann gleich die Zander jiggen. Ein paar Köder in die Tasche. Und dann gehen wir noch ein bisschen jiggen. Das ist ein Deal. Ich will dich später nicht heulen hören. Hier habe ich jetzt einmal den Baba Brown mit einem 3 Gramm Kopf, also sehr, sehr leicht. Kann ich schön an den Steinen fischen, weil die Zander werden ja jetzt zum Fressen ins extrem Flache kommen. Und dann nehme ich ein Classicano Electric. Electric geht auch immer. So. Schon ein bisschen durch der Köder. So. Das reichte? Mehr brauche ich für dich nicht. Was soll ich denn sonst noch mitnehmen? Ha? Soll ich noch einen Applebaum einpacken, um dich komplett zu zerstören, oder? Ich sag mal, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, das gleiche hatten wir heute Morgen auch. Ich hab dir gesagt, Hauke, Alter, lass uns das lieber nicht machen. Keine Battles. Die sind noch nie gut für mich ausgegangen. Ja. Ich war am Ende immer teuer. Komm, du hast es herbei provoziert. Ich nehme noch einen Applebomb mit. Für den Notfall. Boah. Ja, guck dir mal diese geile Kombo, Alter. Guck dir mal diese Kombination hier an. Muss geil. Ey. So. Ich habe jetzt ein sehr, sehr feines Tackle, weil wir fischen jetzt in einem sehr flachen Bereich, also hier sind es am Rand einen Meter und das ist hier quasi der heiße Bereich hier. Also alles quasi vor den Füßen. Und da benutze ich jetzt einen 3 Gramm Kopf und das reicht, um den 10 cm King Louis auch wirklich schön Bewegung einzuhauchen. Und um natürlich so einen feinen, leichten Kopf zu fischen, braucht man auch eine sehr feinfühlige Rute. Da habe ich jetzt die Solution Contact mit einem Wurfgewicht von 7 bis 28 Gramm. In der Länge ist das jetzt aber ein Prototyp, die ist nämlich 2,55 Meter und eignet sich natürlich auch perfekt zum Jiggen von so leichten Ködern. Wie ich den Köder führe, ist eigentlich relativ simpel, wie jetzt klassisch am Fluss. Da wir hier aber nicht die Tiefe haben, mache ich kleinere Sprünge, jigge auch den Köder an, also das bedeutet, ich starte ihn über die Rutenspitze mit einem kleinen Schlag und dann mache ich eine Kurbelumdrehung und lasse ihn wieder absinken. Oh, da hing er nur kurz fest. Und so zupfe ich mir den quasi schön über den Grund, kleine Sprünge, führe den quasi ein bisschen jetzt ruhiger als klassisch am Fluss.
oder an tiefen Stellen. Herr Luis hat ja gerade schon gesagt, was er fischt. Ich fische eine Nummer größer. Oder besser gesagt, ab jetzt auch zwei Nummern größer. Es gibt ja den 12,5er, ich fische aber hier den 14er. Ich habe jetzt nicht ganz so leichtes Tackle dabei. Es ist natürlich ideal, wenn man mit so schönem leichten Gerät hier fischt. Aber ich sag mal, wenn man da ein bisschen Fingerspitzengefühl hat und das schon zwei, dreimal gemacht hat, dann braucht man nicht unbedingt jetzt auch noch mega leichtes Gerät. Dann geht das auch noch mit etwas kräftigen Ruten. Aber soll er machen. Und dann, wenn das mehr Spaß macht. Du fischst nur so schwer, weil du nichts spürst. Das ist es. Ich habe gesagt, ich fische schweres Gerät, nicht, dass ich schwerer fische. Schweres Gerät. Wo fischst du schweres 70 Gerät? 70 Gramm Rute. Wie viel? 70 Gramm Rute. Weil du sonst nichts spürst. Ja, ich will halt vernünftige Fische fangen. Also, weißt du, wenn ich verliere, damit Anstand, weil ich halt auf große Fische geangelt habe und nicht hier auf Hauptsache so ein 42er Zander raushauen. Oh oh. Oh oh. Ich weiß nicht. Nein, geh weg. Rockenketten, warte. Da hab ich einen. Oh, ein Hecht. Oh. Hauke? Ah, warte, ich mach das eben mit der Hand. Hauke, nimm mit. Der Köcher. Ah, der hat doch den. Schnell. Schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. Digga. Digga. Mit Zange, mit der geköchert. Ey, voilà. Aber kein Zander. Ich wollte gerade sagen, kein Zander. Den kannst du haben. Komm, heb den einmal hoch. Um Gottes Willen. Deep Throat. Kannst du den erkennen? Kannst du den erkennen? Ein bisschen. Soll ich machen? Das ist natürlich der. Ah, ich mach schon. Okay. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man mit 3 Gramm fischt. Die brauchen. Sich den nur angucken und das Ding fliegt so tief rein. So. Darf ich mal sehen, wie so ein Hecht aussieht? Krass. Das ist ein Hecht? Das ist ein Hecht, ey. Und wieder. Für manche der Fisch der 1000 Würfe. Für mich heute. Ja? Tja, Hauke. Ich sag dazu gar nichts mehr. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt nach Hause. Das war's. Das war's. Leider hat das nicht so ganz funktioniert mit dem Zander. Kann man nicht ändern. Wie ja, ist dann jetzt das Ergebnis? Ich habe mich das auch gerade gefragt, was machen wir jetzt? Weil ich meine, ich habe jetzt nicht verloren, aber du hast auch nicht gewonnen. Naja. Oder wir belassen es bei der alten Wette. Okay, ja. Also du putzt jetzt ein bisschen das Haus. Ich putze jetzt noch das Haus. Alles klar. Ja. Leute, es war wieder ein sehr schöner Tag heute. Auf jeden Fall. Hat eine Menge Spaß gemacht. Natürlich von den Bedingungen her jetzt nicht das gemütlichste Fischen mit so einem krassen Wind. Wir hätten eigentlich, wären wir gerne mit dem Boot heute rausgefahren, aber für einen Plan B einen schönen Zander hast du gefangen. Du hast schöne Hechte. Ich hatte 3 Hechte. Drei. Ja, Zielfisch, ne? 3-0. Nee, das war echt, hat eine Menge Spaß gemacht, ja, ne? Auch definitiv. Zwischenmenschlich wieder top gelacht, das war echt cool. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Wer hat Hauke die Daumen gedrückt und sollten wir das Ganze nochmal wiederholen? Vielleicht können wir wirklich mal so eine kleine Serie machen. Wir machen so lustige Battles und schreibt mal in die Kommentare vielleicht, was ihr euch vorstellen könnt. Ein paar Ideen. So eine kleine Battle-Mission quasi oder irgendwelche Köder, die wir gegeneinander antreten lassen, weil... Ich ahne Übles, ich glaube, das wird teuer für mich. Das liegt mir. Nein. Ja, mir liegt das nicht, also. Es macht eine Menge Spaß auf jeden Fall. Also Leute, das nächste Mal wieder einschalten und natürlich hier abonnieren, kommentieren und alles, was dazugehört.
Wir freuen uns. Bis dann. Peace. Macht's gut.